nächsten ist, dann fangen wir nochmal von vorne an. Also, grüß euch in der neuen Kurven. Farmlauf 2, heute ist der 17.8. Montag. Jeden Tag Regen auf noch, Gewitter. Vielleicht seht ihr, schwitzt schon wieder. Das ist extrem schwül. Das Getreide steht noch immer. Uns als daheim. Rufen noch dritte Kahle. Der Rufen wird schon langsam schwarz. Verfüllt ein bisschen. Also wird es wahrscheinlich Speisegetreide nicht mehr gehen. Das ist extrem schön. Sehen wir eh, wo wir kriegen werden. Also Ende Woche ein bisschen schönes Wetter. Und ich bin aber wahrscheinlich Montag, Mittwoch bis Freitag nicht daheim, weil ich auswärts was arbeiten muss. Sehen wir eh. Auf jeden Fall. Heute gehen wir mal Lernholz holen. Nochmal schön die Klimaanlage reingeschaltet wieder. Scheiben ist nicht in der Maschine gebrochen. Heute gehe ich Lernholz holen, das ich am letzten Farmlauf gesehen habe, das ich geschnitten habe. Geht auf den Kopfbau wieder rein, in den Friesack. Eben, ich werde probieren, warte mal. Im Internet, also im Video kann ich es nicht verlinken, aber in der Videobeschreibung, wenn Sie mal reinschauen auf den Kopfbau, Webseiten, Friesack. Verlinken da drinnen, ja. Und ja. Lernholz holen gehen. Auf jeden Fall, ich habe noch Mondholz oben liegen. Mondholz, Habe ich irgendwo einmal geschnitten. Vor einem Monat ungefähr. Das kommt jetzt zum Nachbar auf die Sog. Werde auch die Videos machen. Ich hoffe, man versteht mich halbwegs. Ich habe heute die alte GoPro. Aber ist kein GoPro, ist eine Rolle. Auf jeden Fall, weil die andere lodert noch. Beziehungsweise lodert die Videos so auf dem Computer. Ich hoffe, man versteht mich. Na, wenn wir die paar Mondhölzer oben raus sagen, ich brauche nämlich drei Frontträg, eine Summerbank und eine Einfahrt. So eine kleine Brücke muss ich halt da machen. Ja. Das brauchen wir mal. Ja. Marktlage Holz derzeit unverändert, aber die Hoffnungen steigen ein bisschen, wenig Käferholz bei uns dagegen, von Kärnten überhaupt, weil es immer regnet. Steiermark hört auch nicht viel was vom Käferholz. Brauchen Turmsitzholz, Brettermarkt, würde ich auch sagen. Der Brettermarkt ist immer stabil geblieben, auch in der Corona-Krise, da hat sich vom Preis her nichts geändert, da können Sie sagen, was Sie wollen. Wenn du einen Marktbericht hier anschaust, da ist kein Geld geblieben. Das sind auch die Gauner, die Sager. So wie uns offen und ehrlich. Mit Wolle aber viel. Und ja, ist halt so. Was ist da eben tun? Deswegen schauen wir, dass wir Holz selber auch vermarkten, wie es dir irgendwie geht. Ja. Deswegen die Spezialgeschichten, die gehen ja wohl alle. Mondholz, Lernholz geht auch immer. Ist unverändert geblieben, auch fast der Holzpreis. Fast ein bisschen eingebrochen, aber nicht viel. Ja, ist halt so. Auf jeden Fall, eh, dass ihr wisst, brauchen Daten sind Salz. Es geht eigentlich alles. Nein, wollen sie nichts zahlen. Sie probieren halt schauen, wie weit sie kommen, wie weit sie gehen können. Ist halt so. Auf jeden Fall. Ja, ich werde das jetzt, glaube ich, so beibehalten. Ich werde jetzt noch oben neue Videos machen. Eine Farmlog-Videos. Ich werde noch meinen Benutzernamen, meinen Kanalnamen ein bisschen ändern. Wie wird es noch aussehen? Also nicht wundern, wenn es im Laufe der Zeit einmal ändern. Einmal. Da war los jetzt noch so, da wollte ich was, aber ich werde es jetzt ein bisschen ändern. Und es kommt oben bei den Videos. Ich werde schauen, dass ich sie mitmache. Immer von der vorigen Woche rauf und tue. Und das dann beispielsweise, wenn irgendwas ansteht, irgendwas Größeres, keine Ernte oder sonst irgendwas, oder irgendwas genauer beschreiben will, weil längere Videos machen will, dann wird dann einfach unter der Woche freitags wahrscheinlich oder samstags ein Video am Abend erscheinen noch. Gell? Na, ich werde das jetzt, glaube ich, so beibehalten.
Die letzten Dinge sind auch gut angenommen am Morgen. Wird schon bald. Ja, Spül, Weiß, Schwammlein, Boxen, die kannst du mit den Riefen glauben. Bauen auch. Schwammelbrocken sind auch so viel wie nie unterwegs. Ja, als Jager bin ich nicht unbedingt ein Freund von Schwammelbrocken, aber was willst du eigentlich tun? Derzeit Buchtrumpf. Ja, springen tun sie gut, aber es läuft nicht alles beim Jagern. Ja, ist halt so. Auf jeden Fall. Ja, wird sich alles wieder beruhigen, wird alles wieder besser werden. Derzeit habe ich noch zu lernen für den Aufsichtsjägerkurs. Oder halt für die Aufsichtsjägerprüfung. Der Kurs befindet sich in der Zielgeraden, den haben wir zwischenzeitlich stoppen müssen. Dann geht es jetzt auch wieder weiter. Jo. Ja, es wird alles lernen, ja. Ja, eben, jetzt muss ich viel lernen am Flug immer. Ich muss wirklich zwingen dazu, weil eben so viel Arbeit ist und der Hof ist eigentlich nicht. Im Frühjahr war das sonst ein viel besser gewesen. Da ist nicht so viel Arbeit, es ist auch immer Stress, weil man irgendwas gewisse Sachen bis irgendwo hin fertig kriegen will. Aber es ist eigentlich im Frühjahr viel besser für so Sachen oder im Winter. Aber ja, ist halt so, das kann man sich nicht aussuchen. Mit der Corona-Krise. Ja, derzeit wieder mehr Fälle in Kärnten. Steig wieder mehr hin. Ist halt so, kannst nichts machen. Jo, letzte Woche haben wir Baggerrock gehabt, wie ihr gesehen habt. Und nachgehabt und ein paar Sachen gemacht und den dann im Weg auf den Hof geputzt, ein paar Viren und so.
Morgen alle miteinander. Heute geht's auf die Wurmhaufe. Schotter fern. Beziehungsweise Straßen abschottern. Jetzt haben wir uns einen riesengroßen Kipper zugehängt. Wenn wir heute merken, da kommen wir scheiße, das wird schon nicht gehen. Jo, auf jeden Fall, wenn wir von weiter oben und schotteres Material ist, kriegen wir eine kleine Oberfirma mit der Kiste angleich und der Porto oder nächste oder morgen mit dem Täterschild angleich. So ist der Plan. Schauen wir, was rauskommt. Morgen, grüß euch. Heute ist Mittwoch, der 19. Für 6. Heute noch nicht reden, gestern haben wir geschottert, aber nicht da, sondern weiter oben. Und heute kommt da unten auf wieder. Ich will den Straßenbelag nachziehen, eben. Für den Nachbar, die Arbeiterbahn und so. Und jetzt da die Straßenrennen nicht beschädigt, aber heute, wenn er ausgerissen hat, die schweren Unwetter. Und jo. So, jetzt mache ich gleich mal einen kleinen Stück viel gemacht da. Weil da unten Handyempfang ist, weiter aufwiesen kann, weil jetzt gerade mit dem Telefonieren müssen. Jetzt fahre ich noch ein bisschen weiter durch. Ist ungefähr, ja, weiß ich nicht, 700-800 Meter, ja, wenn es so viel sind, 500-600 eher wahrscheinlich. Jo, und dann mal wenig rädern. Ah, gestern habe ich auch schon ein bisschen gerädert, am oben, dem oben dort, wo wir gestern geschottert haben. Ja, nach wie vor begeistert von den Leuten. So gut geht, hätte ich nie gedacht, dass das wirklich so gut geht. Mittlerweile haben wir schon ein paar Vorteile drauf eben. Wie gesagt, der rechte, rechtsseitig, also tollseitig, muss zuerst abgezogen werden, dann arbeite ich von drüben einer. Und zum Schluss dann nochmal Fremdplanier. Ja, na, eben gestern haben wir noch einen Links oben gehabt am Bagger. Eben, den habt ihr schon gesehen im Video. Vom Anbelag in der letzten Woche. Und. Jo, so ist das. Schiebe da, da ist alles so lang. Bis quasi das Wasser ungehindert abringen kann. So ist das. Jawohl. Ja, machen wir das einmal. Ich kann mal sagen, wo es jetzt geht. Da sieht man schön. Das Wasser ist jetzt da bei den letzten Regen nicht überall geschwind rausgekommen, und wenn so fest regnet, dann reißt es ein bisschen aus, um das zu verhindern. Den Wagner kommt. Wird da das Parkett wieder geputzt. Na, schaut so einigermaßen aus. Ich werde jetzt noch ein bisschen tiefer fahren, eben weil da noch locker ist. Ein bisschen tiefer fahren und dann mit der Glottwalz nachholzen. Und drüben ist das gleiche, das putze ich nachher nochmal rein. Fülle ich damit das nochmal auf und dann habe ich das alles drüben. So. Vielleicht 6 im Hintergrund. Habe ich die Glottwalz dabei. Die ist von unserem Nachbar ohne Vibration, ohne irgendwas. Aber sie ist gar nicht so schlecht. Wenn das Profil relativ gleichmäßig ist, guckt die ja gleichmäßig an. Und das ist da relativ gut gelungen, jetzt mit dem gleichmäßigen Profil. Also es schaut nicht so schlecht aus. Also fürs Erste, bis wir die Bomben wieder oben sind, rüberwalzen. Tut es das auch. Eben, da fahre ich relativ kamut mit 2-3 km/h so circa. So, begrüße. Heute ist Donnerstag, der 20. Heute haben wir einen Mühlenrundgang. Das ist noch gedrucken von 19er Jahr. Stickel, ich glaube, Batzle noch ein paar 100 Kilo von 18er. Ist auch noch 19er, aber gut, ja. Da war ein Bild dritte Kahle. Und da kommt jetzt noch wieder frischer seine. Das ist unser Dreher, eine Getreideputzmaschine, die ist schon über 100 Jahre alt, die geht aber noch. Da haben wir da einen Sortiertisch, wo wir bloßes Getreide nochmal ausklauben. Wo es gibt Mutterkörner, die sind hirsch gleich groß wie der Roggen. Die sortiert die Putzmaschine natürlich nicht aus. Das ist halt eine Fleißaufgabe, was wir da noch machen, aber. Das ist unser Schlagmüll für die Marsch, für die Rinder. Und einen Haufen Durchsatzleiste. Und das ist die Nägemüll, die wir heuer gekriegt haben. Ein Osttiroler
Getreidemüll mit Siebenlock dabei zum Aussieben. Oder mal aufmachen. Hat 3,3 Siebe rein getan. Eben, wir fahren relativ mit grobe Siebe, damit eben so viel wie möglich vom Vollkorn erhalten bleibt. Eben, dann kann man da unten und kann man da unten die Dings aussortieren. Die einzelnen auslässt. So, da kommt, da kann man jetzt direkt rüber. Kann man direkt rüber malen. Und eben, da ist schon auch noch ein bisschen was von 18er Rocken da. Der ist eben schon wie geputzt und eben eingelagert. Und da sind die 2,5 Tonnen, die letzte Woche geholt haben, Rocken. Eben, bei uns wird es nicht gar so gut ausschauen mit der Rockenernte, weil eben schon so spät ist. Schauen wir mal, ob er die Bockfähigkeit hat. Und da können wir nachher unten im untersten Stock haben wir ein Gebläse. Da holen wir jetzt nachher das Getreide rein, lassen wir es durch den Dreher, durch die Putzmaschine durchlaufen. Das fällt nicht durch, habe ich, zeige euch gleich. Dann wird es da wieder aufgeblasen. Und die Rutschen tue ich nachher da dumme, kommt die Rutschen zu, ist länger. Und kann ich nachher die Big Bag befüllen. Und dann ist das Getreide gleich einlagerungsfähig, weil es sauber ist. Eben, die Müll tue ich nachher da weg, die Schlagmüll. Den Dreher mit dem Ausgang daher. Das geht nicht durch, jetzt ein Gebläse, kommt da wieder durch rauf. Wie gesagt, oben im Windschicht rein und halt auch in die Big Bag. Eben, jetzt ist noch Aufgabe an Auslöser halt einen Richter, einen selbstgebauten, den müssen wir jetzt reinmachen. Eben, da ist noch die Marsch drinnen, also gemahlene Tritikale. Ich fahre damit. Müssen wir jetzt machen. Da kommt es noch rüber. Ums A lecken es kurz. Ums A schlecken. Und dann mal oben mal. Wie sieht das aus? Was geht sich aus? Unglücklich! Betrieb, Funktionsprinzip, oben kommt der Rücken rein, Richter, hinten ist ein Windschichter, ein Radel, das bloß aus, deswegen haben wir da vorne einen Luftstrom, da ist ein Portionierer, und da mal ein Schüttelsieb, wenn ich schon mal grobe, so wie Stroh und so abgetränkt, da geht es da in die Tipptrommel weiter, da habe ich Beine geschlagen, abgetränkt,
nachher wird Fruchtkern von normale Trockenkern getrennt. Vorne kommt das normale oben, hinten kommt Mutterkorn und Fruchtkorn raus. Probieren wir mal. Ich will jetzt so mal los. Und so fällt dann das saubere Getreide ein. Wenn wir noch Wand dazwischen stellen. So. Eben, so schaut das Getreide vorn putzen aus, ein paar Spölzen drin, viel Staub. Und so. So, putzen, sauber. Ah, super Gerät. Oben jetzt gleich 60 Grad. Die Hochzirke hitzt das voll auf. Jetzt wird der Ringsklang umgeschalten werden. Das Gebläse. Eben, wenn ich einen Stuhl gebaut hätte, dann hätte ich noch zwei Big Bags aufhängen können. Jawohl! Ich hätte dann nur mal entstaubt, ja, hochreinigt. Jetzt geht's da hin. Wird schon langsam voll.
wieder besser aus. Ich habe mit der Hand nicht viel getan müssen. Wenn er was zur Seite geklappt, dann ist er mit der Wind aufgeschoben. Ja, ich bin auch mit dem Kiebel und dem Sotgott am Oberfahren, was ich da weit hingemacht habe. Dann wird das wieder hin. Ja, dann gehen wir jetzt Glieger ziehen. So, das ist euch, wie versprochen worden, wenn wir da mal heute mal Glieger ziehen, mir hilft meine Freundin, die macht die Seilblein auch, die Lerchenbechseilblein. So, Werkzeug haben wir da, das ist die Hocken mit einem Spitz vorne drauf, mit dem können wir die Stoppel ausatauen oder auch locker klopfen. Mit was ich da jetzt reingefahren ist, das ist der Schwert oder Löffel und der wird dann auf dem Kiebel, auf dem Kliergartkiebel mit einem Gegenstück abgestraft. Und da ist schon ein Haufen Pech drin, bis dann auch eben gezogen wird, hauptsächlich oder überhaupt jetzt im Juli, August, September, weil es warm ist eben. Und Zugintervallen, also zwischen Ziegen, sollte man ca. 2 Jahre verstreichen lassen, damit einfach wieder genug Lärmharz zusammenkommt. So wie da ist ein rechter dicker Baum und der hat auch 2 Löcher, weil es einfach bei einem dicken Baum viel mehr zusammenkommt und der Durchmesser vom Loch eigentlich immer gleich bleibt. Eben zuerst wird das untere Loch voll und dann das obere. Und da sieht man schon von außen, dass ein Haufen drin ist, weil es an dem Loch schon auserpecht. Eben den haben wir jetzt auch vor 2 Jahren gezogen, glaube ich. Und jetzt da ist ein Haufen drin. Ist nicht bei allen so viel drin, aber vor allem bei den Wiesenlehren und vor allem bei denen, die so dick sind, ist ein Haufen drin. Und da sieht man, wenn alle 2 Jahre gezogen wird, spätestens alle 2 Jahre, dann ist das Harz wirklich glasklar. Und wichtig ist auch, dass die Stoppel gut dichten. Die sollten schön konisch sein und gut dichten. Und am besten sind auch die Lärchenstuppel, was wir jetzt gemerkt haben, wenn wir einen Stuppel gehabt haben, die halt nicht so lang. Der Trag wird bei denen so circa bei einem halben Kilo sein, vielleicht ein bisschen mehr. Eben zum Löffel noch, das ist quasi in der Mitte auseinandergeschnittenes Rohr, oder längs noch auseinandergeschnittenes Rohr. Das ist aber kein normaler Stahl, sondern das ist ein Federstahl. Wenn wir normale Rohr, die darf das geschwind verbirgen. Vor allem, das ist ein dünneres Rohr, dünnwandigeres Rohr. So ein Durchmesser, ich weiß nicht, 32 mm glaube ich oder was. Zoll, oder ist das ein Zollrädel? Ich weiß es nicht. So, dann werden wir noch ein bisschen ziehen, ein bisschen weiter dann. Jetzt sind wir da schon beim nächsten Baum. Der hat relativ viel drin gehabt. Haben wir jetzt schon ein paar Löffel ausgezogen. Ja, das Lärchenharz, da haben wir daheim noch durch ein Sieb durchlosen. Und dann, wenn wir es zum Lärchen für die Lärchensalben weiterverarbeiten, wird es durch so ein Stofftuch durchgelosen, durch ein feines, damit dann die Feinteile auch noch hinten bleiben, also die Nadeln und das ganze Zeug. Auf jeden Fall, das Lärchenharz kann man hernehmen, eben für die Viecher zum Beispiel, wenn sie Entzündungen haben, die Mauken haben oder sonst irgendwas. Bloß auflegen und nachher mit einer Mullbindnummer, damit es nachher nicht gleich wieder runter geht oder sich runterlegt. Und eben das zieht die Entzündungen aus oder Einwuchs, weil man halt einen Spalt oder irgendwas drin hat, dann zieht das alles raus. Früher haben die Leute das auch oft bloß aufgelegt, aber eben, dann haben sie wohl selber auch gemacht, dann haben sie noch früher mit Schweinsfetten die Salben gemacht, aber das kann man auch vergessen, weil die riecht noch in keiner gewissen Zeit, fangen sie so fast 30 an zu riechen. Eben, mittlerweile nehmen wir mehr, wir nehmen halt Bienenwachs und Olivenöl und das wird nachher aufgekocht leicht, oder dass es fließfähiger wird und nachher abgemacht und nachher, damit sich die Dings, die einzelnen Komponenten besser verbinden. Und eben die Lärchen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine Schnittwunde habe, wo der ganze Dreck nicht ausgegangen ist oder so, wenn man sich irgendwo draußen beim Arbeiten verletzt und nachher der Dreck drin ist, der hilft die Lärchenbecht wirklich gut, weil sie die ganzen Sachen rauszieht. Spalt sich sie aus, auch wenn man Sehnenscheidenentzündungen hat oder so, wirkt das auch gut, weil sie haben vor allem antibakteriell ist und die ganzen Entzündungen und die Sachen alle rauszieht. Das ist eine richtig gute Zugsalm. Mmh.
braves Mundi haben wir, gell? Ganz ein braves, jo, so ein braves Katzi. Begrüße! Ja, heute ist der Samstag, der 22. Wenn wir sonst nichts zu tun haben, dann heute Wende. Ja, Martin, also zweiter Schnitt. Trocken entfernen. Der Nachbar oben. Erste Hilfe, er hilft mir dafür einer wieder. Gehen wir gleich zu, weil sonst bin ich ein Schlafdummer. Jetzt ist halber zwei. Der ist in der Nachtschwaden gelegen und ist jetzt nochmal rüber geraten worden. Sie denkt schon, dass er trocken ist. Da wird irgendwo. Jetzt gewaltig Tau immer in der Früh. Das arg. Die Reifen sind jetzt noch leicht los, die Stullen. Wenn wir noch zu zweit, der Bauer Robert auch selber. Selber fahren, oder der Altbauer, glaube ich. Der Jungbauer wird wegkommen. So, jetzt sind wir schlecht angefahren. Eben, wieder super, hat hoch gemacht, er macht immer so 8 bis 9 cm. Und da sind die Folgegeräte einfach gleich zu einstellen und das geht da hin. So kalt der Flug wieder starke Regen an. Ja, was willst du da? Kannst du nichts machen. Das Gewitter, ja, von uns.
Jetzt sieht man auch, vorne so Turmwolken auf, die Haufenwolken. Die großen. Ja, da kann ich schon Angst haben. Wie ist das? Ja, da werden wir noch ein wenig einführen.